Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Darksiders 3, wo wir uns heute in diese Unterwasserwelt hier stürzen. Ich bin ein bisschen nervös, ich hasse Unterwasserwelten. Ja, ich habe mich inzwischen so halbwegs an die Unterwasserwelt von Subnautica gewöhnt, aber da in neue Gebiete vorzustoßen, ist für mich auch immer noch so ein bisschen die Hölle. Und hier weiß ich halt überhaupt nicht, was mich erwarten wird. Also, wenn ich die Kraftfähigkeit ausgerüstet lasse. Oh, da ist ein Dingsblock dahinter. Aha, hier wird also provoziert, dass ich erfahre, dass ich mit der Kraftfähigkeit unter Wasser laufen kann. Okay. Okay, das ist schon mal eigentlich ganz gut zu wissen. Ich wurde übrigens auf eine Sache aufmerksam gemacht, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, wie ich das Ganze deuten soll, aber hier der Talisman, dieser Totenkopf-Talisman da am Gürtel. Wartet mal ganz kurz. So, ich habe mal ganz kurz den Filter gewechselt. Ich weiß jetzt übrigens auch, warum grün im Filter nicht drin ist. Das ist so ein Schlüsselfilterding ist hier. Jetzt sind ja die Haare schwarz zum Beispiel, ne? Weil ich jetzt auf Magenta umgeschaltet habe von grün. Ich glaube, ich muss diesen Filter allgemein nochmal umstellen. Ich wollte nur auf diesen Talisman da aufmerksam machen, diesen Totenkopf an unserem Gürtel. Und es hieß ja, wenn die Todsünden in der Nähe sind, leuchtet der grün. Und ich wurde halt darauf aufmerksam gemacht, dass der immer grün leuchtet. Und nachdem ich darauf aufmerksam gemacht wurde, habe ich so ein bisschen überlegt, habe ich so ein bisschen nachgedacht und dann sind mir die Worte von Last wieder eingefallen. Die ich an der Stelle jetzt aber nicht wiederholen möchte, weil ich denke, dass der Twist durchaus in die Richtung geht, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen. Ich schalte jetzt hier filtertechnisch wieder ein bisschen zurück. Moment, gebe nochmal einen kurzen Cut. So, habe jetzt auch mal etwas andere Filter eingestellt. Das Problem mit OBS ist ja, dass es relativ schwierig ist, einfach. Ich kann da nicht einfach einen Filter drüber legen für heller machen. Ich muss das immer mit irgendwelchen anderen Sachen kombinieren. Zumindest so, weil ich das gesehen habe. Kurze Recherche im Internet hat allerdings auch gezeigt, dass andere ähnliche Probleme haben, also wird da wohl was dran sein. Aber ich habe gerade was anderes gefunden dabei, als ich mit diesen Filtern experimentiert habe, gerade so ein bisschen. Ja, zum einen sieht man grün jetzt tatsächlich wieder als grün. Ja, das müsste jetzt... Und trotzdem ist das Spiel heller. Zum anderen habe ich noch was anderes entdeckt, was ich zu gegebener Zeit halt umsetzen werde. Und da ich das hier relativ weit im Voraus aufnehme, kann es durchaus sein, dass in anderen Videos auf dem Kanal das schon umgesetzt ist. Bietet auf jeden Fall einige interessante Möglichkeiten. Okay, so, jetzt erstmal weiter hier. So, bei dieser Unterwasserwelt dürfen wir halt nie vergessen, dass es eine Unterwasserwelt ist und ich hier jederzeit aus dieser Kraftfähigkeit raus kann, um da zum Beispiel wieder hochzuschwimmen. Ne? So, zack. Hier gibt es natürlich böse Fische. Aber ich kann natürlich, macht ja auch irgendwo Sinn, ich kann meine
Wurfwaffe unter Wasser nicht benutzen. Ich wollte gerade sagen, war da nicht noch ein Dritter? Falls euch das stört, dass ich in den Spielen die Helligkeit jetzt hochschraube, ihr seht das tatsächlich jetzt in diesem Video ein bisschen heller, als ich das auf meinem Bildschirm sehe. Vorher war es genau andersrum. Da war ich etwas heller als das, was mit OBS ankommt. Wenn euch das stört, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Das kann ich ja dann auch wieder rausnehmen. Also nicht für die fertigen Videos, offensichtlicherweise, aber für weitere Aufnahmen dann im Zweifelsfall. So, hier muss ich auch bestimmt hochschwimmen jetzt, oder? Nein. Natürlich nicht. Da ist doch ein... Ach, Mann, ich bin... Was sowas angeht, bin ich, glaube ich, noch ein bisschen blind. Oh, ich hasse dieses Gebiet jetzt schon übrigens, ne? Ich habe schon gedacht, dass das eine Mine ist. Ich wollte an der Stelle trotzdem einmal triggern. Jetzt hier über Wasser gucken. Hab dann aber vergessen, welche Taste das Ausweichen war. Ein bisschen peinlich. Mit der Lösung zielen, auch weil es zwei Schwerter sind, die ich aktivieren muss. Ja, okay. Aber erstmal. Sagen erstmal gucke ich doch, was hier denn links ist. Habe ich quasi den Trick bei diesem Rätsel schon vorweggenommen. Na gut. Ich finde das Bouncen eigentlich ganz cool, ne? Dass das wirklich abprallt von den Wänden und in dem Winkel weiterfliegt und ist schon irgendwie cool gemacht. Die Sünde konnte wohl entkommen. Vielleicht sollten wir... Sie kann nicht weit sein. Ich werde sie suchen. Genau das wollte ich sagen. Jetzt habe ich gerade schon das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen laut. Aber eigentlich, das wirklich Laute an dem Spiel ist, sind ja die Gespräche. Und die habe ich ja gezielt sehr laut gemacht, damit man alles versteht, was da so gesagt wird. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Ich glaube tatsächlich mit gar nichts. Ich werde noch nicht wieder... Nee. Was mich interessieren würde, das Schlangenloch, in dem ich jetzt befinde. Ja, lass dir Zeit. Die Tiefen, der vergessene See. Damit haben wir das letzte Areal geöffnet jetzt. Wie du willst. Leb wohl vorerst. Interessant, dass hier immer überall Feuer brennt. Na, das Tor konnten wir nicht öffnen, aber ja, da wird natürlich wieder geschwommen. Tolle Kiste. Zuerst mal sehe ich mich über Wasser um. Okay, wir müssen irgendwie auf den Podest kommen, dass wir das da zum Beispiel schon mal so zerstören können. Ne? Das könnten wir sogar von hier aus schon.
könnten damit dann quasi da drüben hin. Das mache ich einfach schon mal. Jetzt, wo ich es gerade auf dem Schirm habe. Ins Wasser können wir immer noch hüpfen und irgendwelche Wege zurückverfolgen. Kann ich das von hier irgendwo sehen und anvisieren? Nein. Dazu muss ich dann darüber, ja? Okay, dafür ist das da. Na gut. Ich will schon mal überlegen, wenn ich da jetzt runterspringe, komme ich denn dann überhaupt wieder zurück? Tatsächlich nur hier lang, oder? Dann habe ich die Abzweigung irgendwo verpasst. Wisst ihr, was das Schlimmste an diesen Unterwasserwelten ist? Die sind letztendlich immer so dreidimensional. Da will ich mit meinen doch eher rudimentären Orientierungskünsten dann immer sehr schnell überfordert. Ich suche jetzt erstmal hier oben die Wasseroberfläche ab. Dann tauchen wir durch das Becken und gucken nochmal, was da unten los ist. Ja, ich wollte halt gerade sagen, da sind noch ein, zwei böse Fische mit dabei. Um die wir uns dann bei Gelegenheit noch kümmern müssen. Die wir aber zum Beispiel schon mal anlocken können. Aufladen und dann dran. Gibt es vielleicht ein zweites Schwert, Herren? Ja, es gibt ein zweites Schwert. Da und da. Aber du meinst hier ein zweites Schwert, ne? Okay, dann ist das wohl unser Endziel.
Da ist eine Höhle drunter, okay. Azazel-Verbesserung bewirkt genau was? Ja. Wie viel habe ich davon? Viele habe ich davon. Plus 5% generierter Zorn pro Treffer mit dieser Waffe, plus 6 Zornbalken-Generierung pro Minute. Dienst du dem Prinzen der Finsternis? Zornbalken-Generierung. Als passiver Bonus, ja, könnte man machen, aber mein Zornbalken ist sowieso immer sehr voll. Der ist tatsächlich ja gar nicht so viel Zornattacken benutze. Ja gut, wenn ich diese Explosion hinnehme und dann meine überlegene Regenerationsfähigkeit nutze, um halt relativ schnell wieder auf volle Lebensenergie zu kommen, ist das ja nicht das Problem hier, oder? Das habe ich mir gedacht, dass hier unten wieder was ist. Ich darf halt auch diesen Tempeleingang dann da nicht vergessen, ne? Aber ich vermute tatsächlich, dass hier relativ viele Sachen noch zu finden sind, ohne dass ich diese Halle hier verlasse. Und vor allem haben wir halt auch ein paar Fische zu klatschen, ne? Weil das sind gar keine Fische, das waren kleine Cthulhus. Ich hätte theoretisch dann hochspringen, hochschwimmen. Dann kamen die Fische. Ja, ja, so ist das. Erst explodieren die Minen in deiner Fresse und dann kommen die Fische. Die Geschichte meines Lebens. Müsste ich eigentlich Alimente für kriegen. Ah, das letzte fehlende Stück, was uns noch gefehlt hat, um die Peitsche weiter aufzuleveln. Genau das werde ich jetzt beim nächsten Vulkanpunkt tun. Da werde ich mich dann zu Ultan zurück teleportieren und dann gib's ihm. So, hier du Fisch. Der du gar kein Fisch bist. Komm ruhig her. Da ist eine. Was führt dahin? Okay. So, spannend finde ich halt. Da führt irgendwie auch noch ein Weg hin. Ich auf halber Höhe da fallen lasse. Okay, jetzt mache ich erstmal die hier platt.